Wir haben mit IT Excellence ein sehr gutes Tool, um Wachstum zu generieren, um Entwicklung zu generieren. Magst du uns vielleicht noch einen kleinen Sneak Peek geben, wie das genau ausschauen kann, wie die Innovation sich wirklich übersetzt in den Alltag? Ja, gerne. Bleiben wir bei diesem Rallye-Auto. Wenn das Rallye-Auto im Wettbewerb fährt, dann hat es ein Display mit einer Software, die heißt RallySafe. Und diese Software ermöglicht es den nachfolgenden Fahrern und der Rallye-Leitung jederzeit zu orten über drei Antennen, die im Auto verbaut sind, wo sich das Fahrzeug befindet. Und in dem Fall, wo das Fahrzeug verunglückt, wird in Echtzeit mittels KI sofort eine Information an die Rallye-Leitung als auch an die nachfolgenden Fahrer kommen. Die nachfolgenden Fahrer werden auf dem Display ein gelbes Flaggensignal sehen. Das heißt, sie sehen, dass sie nicht überholen dürfen, dass sie ihre Geschwindigkeit reduzieren müssen. Und die Rallye-Leitung kann Rettungsdienst, kann Streckenposten alarmieren, damit dem verunglückten Fahrzeug geholfen wird. Lieber Robert, das klingt total interessant. Ich würde gerne noch mehr Beispiele erfahren. Ja, denken wir an die Formel 1, an die Krone des Motorsports. Dort ist es so, dass da zum Beispiel Boxenstopp-Strategien ganz wichtig sind. Die verschiedenen Teams haben ihre eigene Software dafür entwickelt, um in Echtzeit Datenanalyse zu betreiben, mit dieser Datenanalyse dafür zu sorgen, dass der Teamchef exakt informiert wird und entscheiden kann, zu welchem Zeitpunkt er den Fahrer zum Boxenstopp reinholt und darüber hinaus in die Zukunft schauend, an welcher Stelle das Fahrzeug dann wieder an die Rennstrecke zurückkommt. Und das nutzt man zum Beispiel in der Flugsicherheit. Es gibt heute keinen Flughafen auf der Welt mehr, der nicht McLaren-Software, also die eines Formel-1-Teams, benutzt, um bei einem heftigen Anflugwirrwarr, einem Stau von Flugzeugen, Benzin zu sparen, Zeit zu sparen und den Stau zu vermeiden. Das ist ein sehr beeindruckender Weg, wie man von Motorsport in den Alltag, ja, Innovation übersetzen kann.